Das Sonntagsgespräch der Freien Sachsen. So, meine Lieben, herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch. Endlich wieder mal ein Sonntagsgespräch, aber wir hatten ja mit den Kommunalwahlen zu tun. Wir mussten Unterstützungsunterschriften einsammeln und ich war da aktiv auch mit an der Front. Und jetzt sieht es aber so aus, dass eigentlich in ganz Sachsen die Unterstützungsunterschriften zusammengekommen sind und wir natürlich komplett flächendeckend zur Kommunalwahl antreten. Und da sind wir natürlich glücklich und jetzt können wir uns auch wieder in die Sonntagsgespräche hineinlehnen. Yang Song King, der Schwurbel, der Liederkönig und der beliebte Heimatdichter aus Dresden. Mein Lieber, wir haben ja schon über ein Jahr Kontakt gehabt, ja, und es hat immer nicht geklappt und da war wieder das und das und das und heute bist du endlich hier. Herzlich willkommen, endlich. Ja. Recht vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein. Wie würdest du denn dich und deine künstlerische Arbeit selbst beschreiben? In drei Sätzen vielleicht. Ja, also andere bezeichnen mich als Liedermacher. Ich mache Lieder seit 4 Jahren. Ganz konkret bin ich sozusagen auf Demonstrationsbühnen mehr oder weniger gespült worden, weil ich bei Corona halt zu den Abweichlern gehörte. Du Böser. Da war offenbar Bedarf nach musikalischer Unterhaltung zwischen den vielen Redebeiträgen und da ich selber Musiker bin, bin ich da wie die Jungfrau zum Kinde reingerutscht, reingekommen und habe dann ja über die Nachfrage immer mehr Lieder angehäuft und Nicht nur angehäuft, das ist ja eine Masse. Ich habe mir das alles mal angeguckt auf dem YouTube-Kanal. Da sehen wir heute auch ein paar Videos, haben wir hier natürlich mit dabei. Du schreibst aber auch, habe ich gesehen, also zu aktuell politischen Themen. Und veröffentlichst du das auch richtig oder ist das jetzt nur mehr so auf deinem Kanal? Auf meiner Website habe ich ein paar, nennen wir es mal Blog-Einträge, gerade aus der Corona-Zeit und jetzt dann auch ein paar aktuellere Themen, wo ich mir zu bestimmten Fragen Gedanken mache. Ich habe auch viel über Musik und auch über Musikpädagogik kleine Artikel geschrieben aus meiner Erfahrung als Gitarrenlehrer. Also, da kommen wir noch dazu. Genau. Ja. Jetzt muss ich dich aber trotzdem mal fragen. Also ich hatte Schwierigkeiten, wo ich dich noch nicht so richtig kannte, deinen Namen mir immer zu merken, weil der mutet ja schon koreanisch an. Yang Song King. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Kim Yang Song. Also, Kim Jong-un. Ja, aber wie kommst du? Ja, oder ja, sei es wie es ist. Also irgendwie nordkoreanisch klingt's. Wie kommst du denn da drauf? Ist das mehr provokativ gemeint oder hat das eine Bedeutung, dein Name? Ja, genau, es hat eine Bedeutung, die hast du auch schon beiläufig erwähnt. Du hast mich als Liederkönig bezeichnet und Song ist das Lied, King ist der König und das ist vielleicht das Wortspiel. Jan ist mein Name, also wird ein bisschen anders geschrieben, aber ja, so ist es schön gleichmäßig. Ich glaube, es gab mal einen koreanischen Fußballspieler, Song hieß der. das wird es wohl sein, aber ansonsten ist das genau das, dass Leute da ein bisschen wie an so einer Klette hängen bleiben und sich das dann ganz gut einprägt. Ja, klar, viele denken, ich komme aus dem Fernen Osten. Ich sage dann immer, dass ich nie aus dem Fernen Osten komme, sondern aus dem Dunklen Osten oder aus dem Nahen Osten. eigentlich aus dem Hellen Osten. Moment ja, mal. Gut, also, okay, nee, ich sage. Eine andere Frage: Wie kommt man eigentlich dazu, Lieder für den Widerstand zu schreiben, obwohl man ja als angepasster Systemkünstler viel ruhiger leben könnte und auch schneller reich werden könnte? Ja, wie ich gesagt habe, es ist nie geplant gewesen und ich war auch vorher nie der, der ich jetzt bin. Ich habe mich vorher nie auf Bühnen gestellt und alleine zur Gitarre gespielt. Das heißt, ich habe das am Lagerfeuer gemacht, daher auch der Begriff Liederkönig, weil dort sollte ich dann alles spielen, was die Leute sich gewünscht haben und habe mir dann so eine Sammlung gemacht mit haufenweisen Liedern. Es war dann einfach so, dass hier in Dresden im Frühjahr 2020 bin ich also mit dabei gewesen bei den ersten Aluhüten, die sich da am Palais-Teich getroffen haben. Hatte dann sogar selber auch mal eine Rede eben halt eingesteckt und wollte die dann vortragen. Und dann hieß es aber, nee, wir haben genug Redner, wird heute nichts. Und dann am Ende der Veranstaltung sagte aber der Veranstalter,
unsere Musikerin, die am Anfang noch ein bisschen auf der Harfe gespielt hat, die ist abgesprungen. Wenn hier irgendwo ein Musiker ist, der irgendwie was beitragen könnte, und da haben die nie gesagt, ein Musiker, der dann irgendwelche Lieder singt oder sonst was, sondern ich hätte auch bloß irgendwas anderes machen können. Und da habe ich dann gesagt, gut, okay, dann bin ich das nächste Mal dabei und habe dann was gemacht. Und das war von Anfang an so ein bisschen konzipiert, dass es nie so ist, dass da steht einer auf der Bühne, macht was, jetzt bitte alle ganz ruhig sein und zuhören und andächtig sein, sondern ich habe sofort gedacht, das machen wir was Unterhaltsames, wo das Publikum mitgeht, weil die Thematik, die Reden, das war alles schwere Kost. Und da war das ganz passend, dass zwischenrein was Lockeres kam, und das war von Anfang an sozusagen das Satirische, Ironische, was ich dort immer mit reingebracht habe. Dann kam einfach dadurch, dass ich so viele Lieder kenne, die vielen Assoziationen mit den ganzen Begriffen, die gerade in dieser Pandemiezeit kursierten, der R-Wert und das RKI und diese ganze Theater. Und da bin ich dann auf die Pandemie-Charts gekommen, dass ich also sozusagen diese Wörter in aktuellen, sondern in den bekannten Hits suche, und ich habe die dann so ein bisschen umgedichtet. So, also das, was man Parodie nennt, das, was wir von Mike Krüger, von Otto und von Fips Asmussen kennen. Ja, und das ist dann natürlich nachgefragt worden, und dann war ich mal in Plauen, mal in Leipzig, und das hat sich dann... Dazu kommen wir dann noch. Ja, ja. Genau. Das hat sich dann also sozusagen verselbstständigt. Ich muss sagen, 2020 kannte ich dich noch nicht. 2021 bist du mir dann untergekommen. Und das war ja nun die Zeit, wo sie uns eingesperrt haben, uns irgendwelche Auflagen gegeben haben. Wir mussten mit Masken rumrennen, was wir natürlich verweigert haben, also als Widerständler. Und jeder musste zu Hause bleiben, durfte nicht arbeiten. Wir hatten ein komplettes Arbeitsverbot. Und das hat was natürlich mit einem gemacht. Man ist traurig geworden. Ja, und da waren natürlich solche Demonstrationen, auch wenn sie unangemeldet waren, ein passender Ausgleich, würde ich sagen. Aber dort ist mir dann ein Lied untergekommen, was mir ein bisschen so Hoffnung gab. Das Lied fängt auch so an, da sieht man dich auf der Couch, ja, mit einem Hut. Und das ist auch so sentimental, und diese ganze Situation beschreibt das natürlich richtig, diese Situation, dass wir zu Hause bleiben mussten. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Denzer and Co. Mit diesem Antritt kriegen wir diesen Virus nicht aus der Welt. Im Gegenteil. Durch die Mutation ist er deutlich ansteckender geworden. Viele Dinge, die wir als sicher glaubten, dass unsere Hygienekonzepte und Abstandsregeln funktionieren, nicht mehr. Nicht klar. Jetzt geht der ganze Quatsch hier schon ein Jahr. Ich hab die Schnauze voll, die können mich mal. Es soll mal wieder sein, wie's früher war. Nüdler, ich mach jetzt einfach los, weil heute Sonne lacht. Die haben sich so ein Fleischmob ausgedacht, wo man mal wieder bissl Stimmung macht. Ich wär verrückt. Hier sind ja übelst viele Leute da, und alle keine Angst vor Corona. Ich dachte, ich wäre ganz allein. Ach Gott, nee, das ist so shit. Mal endlich wieder tanzen gehen. Ole, 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 ole. Heute nie alles gibt, die Stimmung auf der Welt, die kippt, und auch die Sachsen machen mit. Oh ja, la 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 la. Und auch die Sachsen machen Dancer in Chor, und in diesem Lied merkt man natürlich die Bedrücktheit und natürlich dann auch die Auflösung, wo die Leute dann auf der Straße tanzen. Wie ist denn der Song entstanden? Denn die Melodie kenne ich ja irgendwo her. Ja, die Melodie ist der Corona-Welthit oder der Corona-Widerstands-Welthit. Dancer en Chor oder Dancer en Chœur. Ich kann kein Wort Französisch, das sage ich dann auch immer den Leuten. Und es gibt hier einige deutsche Übersetzungen, es gibt polnische Übersetzung, tschechische, was weiß ich was. Und ich habe dann eben halt die sächsische Übersetzung gemacht. Und das passt natürlich wunderbar, weil in diesem Lied immer dieses No, No, No oder irgendwie so kam. Und da dachte ich, das ist doch das Sächsische, das Dresdner Nu.
Und ja, das passte wie die Faust aufs Auge. Und was dann auch passte bei der Videoumsetzung war, dass es unten am Blauen Wunder vorm Körnergarten so einen kleinen Flashmob gab von Musikern vom Elbhang, die dann im Frühjahr 21 dort Musik gemacht haben. Dann kam natürlich die Polizei, also diese ganzen Bilder wurden festgehalten, es war wunderbares Wetter. Ehrlich gesagt habe ich mich dann dort rein kopiert, weil ich dort selber natürlich jetzt nie noch ein Video drehen konnte. Aber ja, das war der Punkt, wo wir eigentlich dachten, im Frühjahr 21, jetzt muss doch mal die ganze Sache vorbei sein. Wer sich hat impfen lassen wollen, der hat das nur gekonnt und alle anderen leben dann mit dem Risiko oder auch nie oder wie auch immer. Aber so war es ja nie. Sondern es ging und ja zu immer der weiter, Zeit ne? Hat man natürlich noch an sich gezweifelt, obwohl ich ungeimpft war, viele meiner Leute auch, das abgelehnt haben, weil wir doch eins und eins zusammenzählen konnten. Auf der einen Seite hat natürlich der Staat die Pharmakonzerne sozusagen freigestellt von Haftung. Auf der anderen Seite haben sie die Geimpften unterschreiben lassen, dass sie selbst haften. Das war für mich so ein Widerspruch damals, dass ich gesagt habe, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, und dann natürlich die geringen Entwicklungszeiten des Impfstoffs. Da müsste ja eigentlich jeder sagen, Moment mal. Aber ich kenne auch viele Leute, die sich haben nur impfen lassen, weil sie eben in Urlaub fahren wollten. Ja. Die Frage ist jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, wer hat da Schuld? Der Geimpfte? Eigentlich nicht, denn das sind Bürger, die dem Staat vertrauen. Ja, die haben einen Vertrauensvorschuss gegeben und der Staat hat dieses Vertrauen missbraucht. Ja, das ist so. Das ist ja auch kein singuläres Ereignis in der Weltgeschichte, dass der Staat den Leuten was erzählt, was für sie nie gerade von Vorteil ist. Ne? Also vielleicht ruft er demnächst wieder an die Waffen und dann gehen die Leute an die Front und sterben dort. Vorher hat er an die Nadeln gerufen. Glaubst du, dass wir da drum rumkommen, wenn sie zu den Waffen rufen? Ja, wir bleiben erstmal nur bei dem Thema. Ja, wir bleiben erstmal hier. Das andere ist ja ein Thema für sich. Jeder, der zum Beispiel eine Katze hat und vor 2020 beim Tierarzt war, der hat eventuell auch gefragt, ob es eine Impfung gegen dieses Katzen-Aids gibt oder so. Und das sind Coronaviren. Und da hätte jeder verantwortungsvolle Tierarzt gesagt, ja, es gibt eine Impfung, aber diese Impfung hilft nie. Diese Impfung, die ist von Pfizer. So. Da gibt es keine Daten darüber, sie können jetzt impfen und es kriegt es trotzdem, wie auch immer. Es hängt damit zusammen, dass Coronaviren in einer Geschwindigkeit mutieren, in der praktisch jeder Impfstoff schnell sozusagen wirkungslos wird. Schon alleine das ist sozusagen Fakt. So, jeder, der sich ein ganz kleines bisschen informiert hat, wusste auch, dass die Entwicklung einer Impfung mindestens 8 Jahre braucht. Genau. Der Herr Hendrik Streeck, der Virologe, hatte noch gesagt, naja, in Phase 4 war es bisher immer so, dass wir noch Überraschungen erlebt haben oder wie auch immer. Man kann jetzt sagen, ja, das sind Informationen, da kommt nie jeder ran oder so, aber es gab ja auch uns. Es gab ja auch diejenigen, die gesagt haben, das ist Mist. Und ich würde sagen, dass fast alle Leute wussten, dass es Leute wie uns gab und fast alle Leute, die sich dann haben impfen lassen, haben sich gesagt, ah, die spinnen, guck dir die doch mal an, die haben doch keine Ahnung und guck dir doch mal den bla bla bla, so, ne? Haben versucht, das zu verdrängen, haben sich gesagt, die Wissenschaftler werden es schon wissen. Also es ist jetzt nie so, dass man hätte sagen können, ja, die Leute waren nie gewarnt. Ja? Also ich meine, mir tut es tatsächlich leid für alle, die überredet wurden. Viele wurden ja nie, auch gar nicht vom Staat überredet, sondern von ihren eigenen Freunden, von den Verwandten. Ich denke dann, wie kann denn das eigentlich sein? Ich weiß das jetzt von mehreren alten Leuten, die sich haben nicht impfen lassen, dass dann ihre Kinder nicht mehr zu ihnen gekommen sind, weil sich die Alten nie geimpft haben. Also genau das Umgekehrte von dem, wie es eigentlich hätte sein sollen, dass ich sozusagen die Alten impfen, weil ja, wenn ich natürlich jetzt mit 80 Jahren mich impfe und befürchten muss, dass ich in 20 Jahren vielleicht MS kriege oder sowas, ja, das interessiert mich nie. Ja. Also das hätte ich ja alles noch verstanden, aber es war ja genau umgekehrt.
dass sozusagen junge Leute nicht mehr zu ihren Eltern wollten, weil sie, die Leute, die man schützen sollte, sich haben nie impfen lassen. So. Und da wird ja deutlich, also das ist, ich sage jetzt mal, es ist ein Wahnsinn eigentlich. Das ist eine Hysterie, es ist ein Wahnsinn gewesen. Ja, und der ganze Medienhype gegen Ungeimpfte, das war für mich, das gab es ja noch nie eigentlich, also seit ich lebe. Noch nicht mal in der DDR hat man das so gemacht, muss ich mal wirklich sagen. Und das war das, was, und das ist das, was ich dem Staat anlasten würde, dass, dass der Staat Werbung für seine Impfung macht oder für seine Pandemielösung, das ist klar, das ist ja immer so. Aber dass er diejenigen, die es erstens anders sagen und zweitens natürlich auch an sich nie wollen, dass sie etwas machen müssen, was sie nie wollen, dass dann der Staat dort übergriffig wird und eben halt über eine Impfpflicht nachdenkt. Ne? Beziehungsweise vorher die Impfkritiker ja nie bloß sagt, die spinnen, sondern sie mundtot macht. Kanäle werden gelöscht, Biografien werden abgesägt, Leute werden verfolgt, teils auch strafrechtlich, weil sie Dinge sagen, die nur mittlerweile, das wissen wir ja, tatsächlich plötzlich offenbar richtig waren oder richtig sind. Ne? Über die einzelnen Fälle, wer sich hat impfen lassen, ob er dann dadurch krank geworden ist oder nie oder keine Ahnung, da kann ich ehrlich gesagt auch nur anekdotisch von Leuten, die was erzählt haben über Leute, berichten. Da, das weiß ich selber auch gar nicht so aus meiner Erfahrung. Ich wünsche niemanden, dass er einen Schaden dadurch bekommt, dass er überredet wurde, weil die allermeisten, die sind überredet worden. Entweder direkt von Verwandten, von Freunden oder eben halt durch die Propaganda und durch die Regelung, die es dann eben halt gab. Also da kenne ich genug Leute, die eben halt gesagt haben, ich mache es jetzt, weil ich möchte meine Freunde in einem anderen Land besuchen, ich möchte ins Flugzeug steigen und so oder weiter. Oder meinen Job behalten. Ja, oder genau. So. Genau. Das. Du bist ja nun, wie gesagt, innerhalb von 4 Jahren zum Revoluzzer-Poet gereift, kann man schon mal so sagen. Die Frage ist, welche krassen Erlebnisse, also wirklich, nenn vielleicht mal 2 krasse Erlebnisse, die du in dieser Zeit mitgemacht hast, die dir viel Erfahrung gegeben haben für den Rest des Lebens. Erlebnisse, die mir in dem Fall Erfahrung oder eine Lehre waren, sind vielleicht nicht unbedingt die krassesten. Ich will mal trotzdem, das Krasseste, was ich erlebt habe, war eine Tanzdemo in Chemnitz am 1. Mai 2021. Eine Tanzdemo? Eine Tanzdemo, jawohl. Das war damals tatsächlich eine Möglichkeit, eine Demonstration zu machen, beziehungsweise zu ermöglichen, dass Musik läuft, dass die Leute irgendwie was machen können. So. Aber da waren auf dem Platz vor der Oper von der Polizei Quadrate aufgemalt worden, wo sich einzelne, ja, du lachst jetzt, wo eine einzelne Person stehen musste. Vorher war noch wohl, oder es war erlaubt, dass 2 Personen aus einem Haushalt in so ein Quadrat reingehen konnten. Und dann durften die dort in diesem Quadrat tanzen. Eigentlich sollten sie auch singen dürfen, aber kurz vorher wurde noch von der Polizei dann doch ein Singeverbot erteilt. Dass also in diesem 1 Quadratmeter Raum, wo also 2 Leute aus einem Haushalt rein durften, dass dort aber trotzdem nicht gesungen werden darf. Alles im Dienste der Gesundheit. So, das war wirklich strange und im Gegensatz dazu, also das krasse Gegenteil davon, ist dann in mehreren kleineren Städten passiert, dass dann der Dorfscheriff einfach nur auf dem Platz stand, niemand eine Maske trug und der Sheriff kurz nur mal sagte, Sie sind heute hier der Sänger, also Sie dürfen jetzt nur nie singen hier, dass Angela Merkel eine Wötze ist oder irgendwie so. Originalton. Ne? Ich hab's nie gesagt. Hat er es gesagt? ich sag mal die Stadt jetzt nie dazu, damit ich niemanden in die
in Bedrängnis bringe nachträglich. Aber das war tatsächlich so, das fand ich auch wirklich deswegen so krass, weil es halt in der in Chemnitz, in Jena war es auch ganz schlimm. Da wurden da wurde jeder Einzelne mit Maske kontrolliert. Also, dass er eine Maske trägt, wenn er keine Maske hatte, die Maskenbescheinigung und so weiter. Die Mühe haben sie sich da gemacht. Egal. Aber das waren die beiden krassen Dinger, die unmittelbar waren es 14 Tage oder sowas zusammen hingen, wo ich dachte, also das ist wirklich sehr. Das ist die Erfahrung, das also, Skurrile an der ganzen Geschichte, wo ja, man es doch hintreiben kann, oder? Jetzt, wir lachen jetzt ja wieder drüber. Ne? Wir hätten vorher gelacht, wenn wir gesagt hätten, das wird mal kommen. Hätten wir vorher gelacht und gesagt, du spinnst. So, jetzt lachen wir wieder. Aber wir müssen immer dran denken, dass wir zu diesem Zeitpunkt nie wussten, wie das weitergeht. Ob das jetzt für immer so bleibt, das ja wussten sogar die da oben auch nie. Weil rein theoretisch hätten sie ja auch nie wissen können, funktioniert das überhaupt mit dieser ganzen Impfung. Ich meine, dass es nie funktioniert hat, ist eine andere Frage. Die Pandemie, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, mhm, ist ausgeklungen dadurch, dass es Mutationen gab, die den Schnupfenvirus draus gemacht haben. Das war das Ende der Pandemie, so wie es übrigens auch im Lehrbuch steht, wie es jeder Medizinstudent lernt, wenn er anfängt. Ne? Aber das sehe ich einfach, wir wussten damals nie, wie lange soll denn das noch gehen. Eigentlich dachten wir ja, also wenn die dann ihre Impfung haben, dann ist Schluss. Nee. Aber es wurde dann noch viel schlimmer eigentlich. Ja, es wurde viel schlimmer, genau. Ja. Du weißt aber sicherlich, dass bei fast jeder Demo die Audiobegleitung hatte, wir haben ja da immer solche Akkuboxen mitgeschleppt, ne? Dass dein Song Heraus für Freiheit heißt er ja, mhm, überall gespielt wurde. Ne? Der hatte ja so einen Charme der 30er Jahre, 20er, 30er Jahre. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, wer dieser Kurt, Arbeitersänger Kurt, wer ist das? Das war die einzige Frage. Wir hören uns erstmal und sehen uns erstmal den Song an, okay? Heraus für Freiheit. Achtung, Achtung, hier spricht der Sender Freies Sachsen. Sie hören das Lied Heraus für Freiheit in einer Aufnahme mit dem Arbeitersänger Kurt G. Schurich. Vom Mai 21. Du sitzt ganz allein, voll Sorge daheim, die Angst klebt fest an dir. Vor Krankheit und Tod, vor Armut und Not, vor Ohnmacht und Willkür. Mach Schluss mit der Qual, denn du hast die Wahl, dich selber zu befreien. Drum rege dich nun, komm raus, was zu tun, und reih dich bei uns ein. Heraus, heraus für Freiheit, wollen wir spazieren gehen. Kein Helm und kein Schlagstock, schüchtert uns ein, wir haben das Recht auf der Straße zu sein. Heraus, heraus für Freiheit, wollen wir spazieren gehen. Denn der frischen Luft und dem Freiheitsduft können wir nicht widerstehen. Ein jeder, der sieht, dass Unrecht geschieht, muss angriffslustig sein. Versteckst du den Zorn, dann wächst dir ein Dorn in deine Seele ein. Fall nicht auf die Knie, denn Angst haben sie, vor dem der standhaft bleibt. Komm raus und komm her, hier sind immer mehr, die's auf die Straße treibt. Heraus, heraus für Freiheit, wollen wir spazieren gehen. Kein Helm und kein Schlagstock, schüchtert uns ein, wir haben das Recht auf der Straße zu sein. Heraus, heraus für Freiheit, wollen wir spazieren gehen. Denn der frische Luft und die Freiheit Luft können wir nicht widerstehen.
schreit die Reaktion nach Härte und Gewalt. Sie kriegt uns nicht klein, sie stellt sich ein Bein und Fieber stürzen bald. Heraus, heraus für Freiheit wollen wir spazieren gehen. Ein Helm und kein Schlagstock schüchtern zu sein. Wir haben das Recht, auf der Straße zu sein. Heraus, heraus für Freiheit wollen wir spazieren. Also ich finde den Song immer noch super, vor allen Dingen dieses 30er-Jahre-Flair. Aber jetzt trotzdem nochmal die Frage, wer ist Kurt? Muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Mein erster Videobeitrag aus dem Herbst 2020 war das Lied Gesundheit statt Freude. Das ist praktisch so eine Art Rammstein-Verschnitt oder Rammstein-Parodie, können wir eigentlich sagen, wo sozusagen dieses typisch Rammstein-mäßige, das harte, sehr düster gemacht wurde, eigentlich persifliert wurde als Lied der Regierungspropaganda, den Virus auszurotten und jetzt die Zügel anzuziehen. Das war original Söder, glaube ich, hat gesagt, wir müssen jetzt die Zügel anziehen oder irgendwie so. Solche Worte kamen ja dann. Das habe ich also dort so verarbeitet, das Ganze mit im Video noch mit einer Freundin zusammen in der Sächsischen Schweiz natürlich spielen lassen, in der Nähe von Schrammstein. Und ja, da haben wir dann gesagt, wir müssen dem Ganzen jetzt irgendwie einen Namen geben und da haben wir das Künstlergruppe Schrammstein genannt und mit K.G.S. abgekürzt. Und die weiteren Videos waren dann in diesem Kanal von KGS, die ich dann eben halt, weil ich Ideen hatte, veröffentlicht habe. Deswegen heißt der Kanal auch jetzt noch so. Ich habe dann aber irgendwann angefangen, weil wenn ich dann einen Auftritt hatte und ein Lied von denen gespielt habe, haben die Leute gesagt, ach, das ist von dir, das wussten wir gar nicht. Und wie auch immer habe ich das irgendwann mal geändert, weil es gab auch zu viele Fragen. Und KGS habe ich dann also immer versucht, irgendwie eine neue Abkürzung zu finden. KGS steht für Künstlergruppe Schrammstein. Ach so, das war das erste Lied. Alles klar, okay. Und beim zweiten habe ich, keine Ahnung, ich glaube Konzert- und Gastspiel Direktion Striesen geschrieben. Und beim das dritte war vielleicht KGS, wo ich dann schrieb Kurt G. Schurich KGS. So. Ah, okay. Das war das. Naja, es hat mir zumindest mich natürlich auch davor bewahrt, dass ich jetzt persönlich, wenn ich mit meinem persönlichen bürgerlichen Namen angekommen wäre, das hat ja vielen dann ganz schnell... Wie ist denn dein bürgerlicher Name? Das lassen wir mal weg. Ja, genau. Ja, okay. Das ist ja auch egal, ich würde den ja auch nicht verwenden. Der Punkt ist der, dass... bei diesem Lied Heraus für Freiheit, war die Zeit auch früher 21, wo ja schon die Spaziergänge hier in Sachsen, auch die Montagsspaziergänge und die Demonstrationen doch relativ bekannt waren. Ich glaube, es war die Zeit von Zwönitz, genau. wo dort also auch aus Leipzig und irgendwo besondere Einheiten kamen. Wir hatten auch in Dresden den Fall, wo die Nordrhein-Westfalen aus dem Hunsrück irgendwo kamen mit 1000 Leuten und die waren ja alle krass drauf. Dass dieser Druck, der da ausgeübt war, mich eben halt an das erinnerte, was wir damals in der Schule gelernt haben, aus den 20er Jahren, aus den 30er Jahren, wie dort eben halt Straßenkampf stattfand. Wir haben dann das Arbeiterlied, Ernst Busch und so weiter, das haben wir als vorbildlich und als wegweisend damals vermittelt bekommen. Und da erinnere ich mich schlicht und ergreifend an dieses Gefühl, was in diesen Liedern liegt, denn es glich dem
Es war, wenn ich da sage, kein Helm und kein Schlagstock schüchtert uns ein. Das war ja der Versuch sozusagen, die Leute einzuschüchtern, und ja, ist eigentlich das Gegenteil passiert. Bilder übrigens sind aus Freiberg, die Stadt, die sich ja auch im Frühjahr 21 dann eben halt so als sächsische Spazierhauptstadt einen Namen gemacht hat, ne, weil dort die Spaziergänge, die Demonstrationen im Vergleich zur Einwohnerzahl ja immens groß waren. Ne. Also das ist ja das Erstaunliche, was ich auch immer sagen muss, wenn wir das mal hochrechnen, was in den Kreisstädten damals und auch heute noch demonstrationstechnisch passiert. Nie bloß mal 14 Tage wie die Demos gegen rechts oder sowas, oder die Ukraine-Demo waren ja auch mal 14 Tage, drei Wochen, wo in jeder Stadt in jeder großen Stadt mehrere 10.000 auf der Straße gegangen sind. Wenn wir mal zusammenzählen, was jetzt in Bautzen oder in Zittau im vorigen Jahr insgesamt an Demonstrationsteilnehmern, da kommen wir auf 100.000 vielleicht, 100.000 im Jahr oder 200.000. Und wenn wir das alles mal zusammenrechnen, dann sehen wir, welche Bürgerbewegung sozusagen mehr Dampf hat, welche mehr Energie haben und vor allem mehr Ausdauer und mehr Puste. Ja, also da sind diese kurzen Strohfeuer, die abgebrannt werden mit allen möglichen offiziellen Mitteln der Beeinflussung, sind ja nichts dagegen gegen das, was jeden Montag in Sachsen und übrigens auch in Brandenburg, in Thüringen, auch im Westen immer noch läuft. Bloß das lesen wir natürlich nie in der Zeitung, weil daran haben die Leute sich schon gewöhnt, dass jeden Montagabend in Bautzen oder auch in Teterow oder sonst wo was los ist. Ne? Man wird ja als Revolution nicht geboren. Das ist Fakt. Ne? Und du hast ja, wie gesagt, erst 21 angefangen, 2021. Aber trotzdem, du hast ja auch eine Jugend. Du bist Dresdner. Aus welchem Stadtteil kommst du? Ich komme aus Striesen und nur zur Geburt war ich in Friedrichstadt. Ist aber schon ein vornehmes Viertel. Also ein gut situiertes Viertel. Ja, zu DDR-Zeiten gab es keine, außer im Weißen Hirsch, keine vornehmen Viertel mehr. Zu DDR-Zeiten war auch in Striesen über jedes zweite Haus baufällig. Ob man zum Revoluzer geboren wird, weiß ich nie. Also eine gewisse Antipathie an selbsternannte Autoritäten, die habe ich schon immer verspürt, dass ich ab einem gewissen Punkt sozusagen schnell widerspenstig werde oder oppositionell, wenn ich merke, dass diejenigen, die mir was sagen wollen, Goggel sind, ne? den der Kamm schwillt oder keine Ahnung. So, also wenn ich das merke, dann fange ich sofort an, vielleicht auch meine Witze drüber zu machen. Ne? Manchmal, vielleicht ist das dann auch so das, was man in der Schule vielleicht einen Klassenkasper nennt. Wenn irgendwo ein Lehrer, wenn man merkt, der ist angreifbar näher, dann haben die Leute schnell auf mich geguckt und sag mal was oder mach mal was oder so. Ja. Weiß ich jetzt nie, aber Revoluzzer ist das falsche Wort, weil ich will eigentlich nie irgendeine Revolution, dass irgendwie was anders wird, sondern vielleicht sogar im Gegenteil, dass wenn Dinge schnell anders werden und wenn Leute kommen und sagen, jetzt ist alles ganz anders, dann sage ich, na Moment mal, so. Und wenn man in der DDR geboren wird, dann... Ich muss mal fragen, wie alt du bist, das kann man schlecht einschätzen. Ausrechnen bist du alleine 74 geboren. So, das 74? Ist also, ja, ich bin okay, dann, da hast du ja die DDR noch miterlebt. Ich habe die voll miterlebt als Pionier dann auch oder FDJler. Aber rein so vom Elternhaus, mein Vater war in das, was man damals so Meckerer genannt hat oder wie auch immer. So, ja, nee, Querschläger. Das hat man damals, aus sozialistischer Seite waren das die Meckerer, ja. So wie auch immer, ne? Die sich nie am Aufbau des Sozialismus ordentlich beteiligt haben, ja. Und so weiter. So, und davon gab es ja ganz viele. Nur die Hälfte von denen, die haben dann ein Parteiabzeichen sich früh morgens dran gemacht und sind damit auf Arbeit, haben auf der Arbeit ganz anders geredet. Ja, mein Vater war zum Beispiel eben halt nie so und war jetzt auch kein Oppositioneller, irgendwie in der Kirche oder sowas. Ne? Aber ich bin dann eigentlich einfach in die Richtung und auch in die Kreise und dann über die Musik. Also war so ein Punk-Fan damals, da gab es so viele, die sogenannten anderen Bands, die also Musik gemacht haben, die zum Sozialismus eigentlich nie passt, ja, sagen wir mal so. Ne? Da war ich dann ein ganz großer Fan, bin auch selber darüber zur Musik gekommen und war deswegen natürlich auch bei der Wende, zur Wende auf der richtigen Seite und auf der Straße, also auf der Straße auf der richtigen Seite. Mhm.
und bin nie hinter der Gardine stehen geblieben. Ja, und das war sozusagen das erste Mal, wo ich Revoluzzer war und wo ich mir heute auch sagen kann, okay, das ist schon mal ein Punkt, dass ich jetzt mir nie nach 30 Jahre sagen muss, ich habe die Dinge damals nie schon beurteilen können, wo es hingeht. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Leute damals gesagt haben, zu denen, die auf der Straße gegangen sind, macht das nie. Die Panzer stehen oben in Klotsche, die schießen hier alles weg, so wie in China. So, das waren die, die sich haben auch jetzt, also ich abstrahiere das mal, die dann auch gesagt haben, komm, lass dich impfen, Mensch, das ist doch so, wie auch immer. Es waren diejenigen, die damals auch so pragmatisch und opportunistisch waren und gesagt haben, naja, wir finden auch nicht alles gut, aber jetzt auch deswegen auf die Straße zu gehen, das hat doch keinen Sinn. So wie auch immer, da musst du halt einen Ausreiseantrag stellen oder sonst was. So, ja. Aber will sagen, das war sozusagen der erste Punkt, wo ich auch ein politischer Mensch gewesen bin mit eigenen Kopf, der unter Umständen auch eben halt zu Ergebnissen kommt, die nie die Ergebnisse der Experten, der Journalisten, der Parteien und so weiter sind. Also dass man lernt, selber zu denken und seine eigenen Gedanken auch zu behaupten gegen eine Mehrheit, ne, die ja auch ganz schnell zusammenbrechen kann. Das ist ja das Interessante, natürlich, dass bei der Kommunalwahl im Mai 1989 noch de facto am Ende doch ungefähr 85% den Zettel ungefaltet wieder in die Urne getan haben. 10% oder 15% waren wirklich so mutig und sind in die Kabine gegangen, haben es durchgestrichen. Ein Jahr später haben diejenigen, die die Wende mehr oder weniger eingeleitet haben, also Bündnis 90, war das damals Neue Forum Demokratische Aufklärung. Genau. Diese ganzen Initiativen, die sich im Sommer gebildet haben, die hatten noch 3%, währenddessen dann plötzlich aber die CDU und DSU und so weiter, die hatten plötzlich über 60%. Da frage ich mich, wie kann denn innerhalb eines Jahres aus 85% Sozialisten 50%, 60% Konservative werden? Ja, der Witz ist, die Erklärung ist ganz einfach, dass 80% der Menschen ruckzuck ihre Meinung ändern, wenn die große Wetterlage es nötig macht, wenn man sich behaupten will. Und eines der wichtigsten Themen der Wende waren ja dann die Wendehälse, die also direkt vom Regen in die Traufe sind, die also direkt aus dem Parteibüro oder wie auch immer ins Unternehmen rein sind oder gar in die Institution und dort weitergemacht haben. Ne? So, und ja, das dann kam. Schwieriges Thema, ne? Also sicher, so eine Wende wird ja auch immer nur von einer geringen Masse angeschoben, nämlich ungefähr von 10%. Der Leute, ja, die eine Wende herbeiführen wollen. Und wenn es klappt, der Rest schließt sich immer so an. Das ist klar. Ja. Na, hattest du als Jugendlicher eigentlich einen Traumberuf? Nee, weil ich eigentlich immer auch vielseitig interessiert war und ich wollte auch nie Musiker werden. Das hat sich dann einfach ergeben, weil ich bin dann an einer Musikschule. Du hast Musikschule gemacht? Ich bin dann an die Musikschule, habe über Beziehung sozusagen hier noch einen Platz ergattert. Das war zwar dann schon kurz nach der Wende, aber ich hatte vorher noch den Platz sozusagen bekommen. Übrigens im Freital. Im Freital? Okay. Ja, ja. auch ein bekannter Gitarrenlehrer, der Herr Langer. Der hatte dann so nach 2 Jahren gesagt, sag mal, willst du das nie als Beruf machen oder so, du könntest das und wie auch immer und so. Und habe ich dann eben halt gesagt, ja, ich habe jetzt keine andere Idee. Und da habe ich dann gesagt, okay, probieren wir das mal. Und das hat dann geklappt, habe ich halt studiert, Musik studiert, Gitarre, also E-Gitarre sogar, um nicht zu sagen, ich komme ja vom Rock, also über Punk, dann Metal hin zu Jazz Fusion, was weiß ich was, wie auf der Gitarre so. Ja. Da hast du dann als freier Musiker gearbeitet oder bist du Gitarrenlehrer geworden? Ja, freier Musiker bedeutet heutzutage, dass man Unterricht gibt. Also ich kenne keinen, ich kenne keinen oder nur ganz, ganz, ganz wenige meiner Kommilitonen, die keinen Unterricht geben müssen. Aber müssen, du bist jetzt nicht irgendwo angestellt? Nee, das ist kaum noch jemand in der Musikschulbranche fest angestellt, sondern die meisten arbeiten auf Honorar, vielleicht auch an verschiedenen Musikschulen oder selber privat. Aber das gehört eigentlich, wenn man Musiker ist,
gehört es heutzutage dazu, weil das das sichere Einkommen ist und letztlich auch das, was vielen ja in der Corona-Zeit dann noch so halbwegs, gab es diesen fürchterlichen Fernunterricht ja auch, aber das hat denen ja dann noch halbwegs über Wasser gehalten, die keine Auftritte mehr hatten. Ne? Jetzt muss ich trotzdem mal fragen, als Gitarrenlehrer hast du vorwiegend Kinder, denke ich mal, Kinder, Jugendliche? Alles von, ja. Von 6 bis 66, okay. Wie auch immer, ja. Also, du selber hast 3 Kinder? Ja, ne. Okay, und bist auch verheiratet? Ja. Ja, also so richtig solide? Naja, getrennt leben zwar, aber wir okay. haben... Gutes Verhältnis, genau, ja. Also es ist jetzt kein... Jetzt wollte ich bloß mal darauf hinaus, also wenn du viele Kinder auch im Gitarrenunterricht hast und selber auch 3 Kinder hast, kommen wir doch mal zur Jugend von heute. Stellst du da so Unterschiede fest zu deiner Jugend? Entwickeln die sich in eine andere Richtung? Wie siehst du das? Naja, man muss, ich will es nicht pauschalisieren, aber ich sehe, dass wir in unserer Generation uns ein bisschen subversiver verhalten haben, aufmüpfiger waren, mehr Mist gebaut haben, auch richtigen Mist, und vielleicht auch unseren Eltern mehr Probleme verursacht haben und Kinder und Jugendliche von heute, ich möchte fast sagen, seltsam diszipliniert sind und freundlich, also zumindest mir gegenüber. Ich muss sagen, dass mich das sogar oftmals freut, dass ich, auch wenn ich mit anderen Jugendlichen rede, dass ich immer einen guten Draht zu denen finde. Also mit Jugendlichen meine ich jetzt wirklich Leute mit 16 oder 15. Ja. Und dass ich dann denke, Mensch, ist das doch eine ganz ordentliche Generation und es sind meiner Meinung nach oft relativ ausgeglichen. Und wo ich denke, kann sich wahrscheinlich doch irgendwie was verbessern, dass wenn Kinder eine gute Kindheit hatten, eine angenehme Kindheit, dass sie dann fröhlicher ins Leben schauen. So, und das will ich deswegen sagen, weil das Klischee ja das ist, dass Jugendliche von heute eben halt sich freitags auf die Straße kleben oder wie auch immer. Meine Erfahrung ist aber, das mag vielleicht jetzt dann nur hier in Sachsen so sein, dass die allermeisten das nun gerade nie machen und die allermeisten sich dafür nun gerade nie interessieren. Die allermeisten Jungs schon gar nicht, wenn dann immer nur Mädels. Und hier habe ich manchmal den Eindruck, dass es ein ganz kleines bisschen eine Schieflage ist, wenn im Fernsehen, auch in alternativen Medien, bei YouTube über Jugendliche geredet wird, dass immer gesagt wird, das ist eine Generation, die ist verdorben oder wie auch immer. Ich meine, aber das haben sie bei uns auch gesagt. Ja, ne? Also das fällt mir auf, dass ich eigentlich sagen würde, sie sind auch relativ konservativ. Gut, wo ich mir Gedanken mache, ist tatsächlich, ob es nie irgendwo auch eine Grenze gibt, was das Smartphone oder die digitalen Medien gibt, wo es dann schädlich wird und ob das möglicherweise eben halt dann schon so ist, wie es manche Gehirnforscher sagen, sie sagen, das hat dann irgendwann Einfluss auf das Gehirn, auf das Verhalten. Ist ja das, was ich meine eigentlich. Mhm. Ne? Also die sind doch eingeigelt mit ihrem Handy, mit ihrem Smartphone, mit ihrem Tablet, ne? Und beschäftigen sich eigentlich nur noch zockend dort darüber. Mhm. Also ich kenne so viele Jugendliche, die eben dadurch natürlich auch den Wert gar nicht mehr zu schätzen wissen, was da draußen noch ist. Ja, ne? Das stimmt. Natur etc. Es ist schade. Gut, wir kommen nochmal zu deinen Videos, weil eigentlich müssten wir hier einen ganzen Videoabend machen heute. Du hast mal einen Song gemacht, Magic Monday. Das ist ja auch so ein bisschen die Montagsdemo-Hymne. Und den schauen wir uns mal ganz kurz an. Ich schaffe es gerade so von der Arbeit hierher. Der Platz erfüllt sich schnell und seit Wochen werden es immer mehr. Das ist schon magisch, wie es überall die Leute nach draußen zieht. Und ein paar Mädels singen laut.
das Montagslied. It's just another magic Monday. Wenn ich uns hier ansehe, das fühlt sich gut an, ey. Da bleiben wir dran, hey. It's just another magic Monday. Die Polizei, die fährt vorbei und tut, als hätte sie nichts gesehen. Insgeheim, da würden sie ja gern auch mal spazieren gehen. Die Leute sind so freundlich und so friedlich, wohin man auch sieht. Und im Streifenwagenradio kommt just in dem Moment dieses Lied. It's just another magic Monday. Wenn ich uns hier ansehe, fühlt sich gut an, ey. Da bleiben wir dran, hey. It's just another magic Monday. Wenn ich uns hier ansehe, das fühlt sich gut an, ey. It's just another magic Monday. Ja, eine sehr, sehr schöne Hymne. Und du wolltest noch einen Satz sagen zu den Jugendlichen. Ja, ich wollte das mit den Jugendlichen noch dahingehend ausführen, dass mich natürlich wundert, oder um nicht zu sagen, vielleicht sogar ärgert, dass gerade bei den Montagsdemonstrationen, die damals stattgefunden haben und die jetzt stattfinden, bei der Corona-Bewegung und auch bei anderen Bürgerbewegungen, die Zahl der Jugendlichen eben doch sehr gering ist. Also das ist eben halt eine Frage, deswegen finde ich das Thema interessant. Das ist die Frage, warum sind Jugendliche nie dabei? Weil wenn ich vorhin von der Wende gesprochen habe, wir waren damals bei der Wende, um nicht zu sagen die Raudis, die also ab dem 6. Oktober oder 5. Oktober hier in Dresden den Bahnhof unsicher gemacht haben. Das waren alles Jugendliche natürlich, logischerweise. Aber heute oder gerade bei Corona müssen wir wirklich sagen, Durchschnittsalter, also 50, und jetzt scheint es manchmal noch zu steigen, dass eigentlich nur die Älteren wirklich den Mumm haben, weiterzumachen, und die Jüngeren dann schon wieder so in ihrem Arbeitstrott sind und sagen, ach nee, ich habe jetzt anderes zu tun, besseres zu tun. Da mache ich mir manchmal Sorgen, weil normalerweise müssten Bewegungen, die etwas ändern wollen oder die, sagen wir mal, oppositionell sind, müssten diese Bewegungen eher aus Jugendlichen bestehen und nie aus älteren Leuten. Ich habe da jetzt auch nie keine hundertprozentige Erklärung dafür. Die Einflussnahme der Schule kann eine Rolle spielen. Die Einflussnahme der Medien? Naja, das, das genauso. Wir konsumieren ja viel, viel mehr Medien als wir Älteren, weil wir schon sagen, okay, was die uns da vorsetzen, da lassen wir mal die Klötze aus. Ne? Und was ich vielleicht auch für maßgeblich halte, ist, dass wenn man es nie gelernt hat, dass es böse Menschen gibt, weil man eben halt in einer Zeit lebte, in der die Erwachsenen relativ freundlich waren und sich eigentlich kaum jemand und die Kinder nie geschlagen wurden, schon mal aus Prinzipien, wie auch immer, kann man sich vielleicht nicht mehr vorstellen, dass es wirklich Arschlöcher gibt, dass es in allen Positionen, und dass man immer aufpassen muss, dass nie irgendwo jemand ist, der ihn über den Tisch ziehen will. Und diese Gutgläubigkeit und dieses, naja, das wird schon gut gehen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand anders böse ist. Vielleicht ist das leider auch ein Resultat einer guten Zeit, ne, wie das eben dieses... das kann sein, da kann man drüber philosophieren, würde ich sagen. Wenn man in diesem Land zu oft und zu dringlich die Wahrheit sagt, muss man natürlich auch vom Staat her mit Repressalien kämpfen. Hast du schon welche erlebt? Also das, was du machst, dein ganzes Schaffen, ist ja nun schon für die ganz grenzwertig, denke ich mal, weil du sagst die Wahrheit. Ob ich die Wahrheit sage, das will ich ja gar nicht behaupten. Zumindest die Wahrheit, die andere denken. Ich sage das, was ich sehe und was meine Meinung ist. Ich will ja gar nicht sagen, dass es die Wahrheit wäre, möchte allerdings trotzdem, dass auch andere Meinungen, andere Sichten gehört werden, schon alleine aus dem Grund, weil es manchmal sein kann, dass sie stimmen, wie wir ja am Beispiel Corona, deswegen ist es ein schönes Beispiel, sehen, dass es dann offenbar diejenigen, die als absolute Idioten hingestellt wurden, Covidioten, der Begriff kam aus den Reihen der SPD, ja. Ja,
dass dieser Begriff jetzt, wie ich glaube, wer hat es gesagt, La Fontaine oder sowas, dass der jetzt wirklich auf die zurückfällt, die ihn erfunden haben. Weil die waren die Idioten. Zumindest wenn man jetzt, zumindest waren sie nie die Klugen und die, die alles richtig gesehen haben. Und ja, das ist... Wenn wir gerade nochmal dabei sind bei Covidioten etc., ja. Da hast du auch ein sehr schönes Video gemacht. Da musste ich tierisch lachen, wo ich das gestern mir angeguckt habe. Mit diesen Kasper-Puppen schimpfen, nein, ja. Danke. Mhm. Jeder weiß, dass es um Impfen, nein, danke geht. Mhm. Du hast ja dann auch dieses Logo eingeblendet, ja. von Impfen, nein, danke. Da schauen wir mal. Schimpfen, nein, danke. Schimpfen, extra hast du schimpfen, mhm. nein, danke. Aber mhm. jeder weiß, was es wirklich bedeutet. Mhm. Das schauen wir uns mal an, weil es ist wirklich besonders witzig. Na, 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 nu, was haben die denn auf dem Sportplatz aufgebaut? Das sieht mir doch wie ein Rummel aus. Das ist doch wunderbar, da mach ich doch mal hin und lasse meine kleine Sau mal raus. Als erstes stelle ich mich gleich mal an der Bratwurst an. Wieso stehen hier denn keine Preise dran? Ach so, das ist heute kostenlos, nur warum wollen die meine Gesundheitskarte haben? Wenigstens liegt hier ja die Getränkekarte aus. Mist, ich hab gar keine Brille da. Irgendwas mit Bion, das wird Bionade sein. Und Astra ist ein Bier, das ist mir klar. Nur irgendetwas stimmt hier nicht, ich würd es gerne wissen. Immer wenn's was Gratis gibt, wird man zum Schluss beschimpfen. Will ich aber nicht. Ich bleib fröhlich, fit und frisch. Schimpfen ist nicht gut fürs Herz, darum mach ich's nicht. Yeah, yeah, jetzt kommt's ein dunkler Gang, ist das etwa die Geisterbahn? Die stellen hier so vermummte Leute rein. Manchmal spritzen solche auch mit Flüssigkeit herum. Das gruselt mich, da geh ich nicht hinein. Am anderen Ende kommen die Leute heiter wieder raus. Dort steht der Sachsen-DJ Michi K. Der spielt zum Freudentanz mit der neuen Musik. Hauptsächlich R&B und R&A. Paar tanzen wie im Fieber und paar liegen müde rum. Sieht aus, als hätten die etwas genommen. Dem einen zuckt sein Bein im Rhythmus der Musik, dem anderen ist der Prater hochgekommen. Ich sehe, wie die Sanitäter mehrfach kommen müssen, denn manchen geht's nach diesem Rummel irgendwie beschimpfen. Will ich aber nicht, ich bleib fröhlich, fit und frisch. Schimpfen ist nicht gut fürs Herz, darum mach ich's nicht. Schließlich pfeif ich mir noch einen Gratis-Cocktail rein. Es gibt hier Aperol-Spritz. Als Werbung krieg ich dann noch von der AOK eine Tüte Gesundheitschips. Das war schön und mir geht's gut und schimpfen musste ich nicht. Nun würde ich die machen, wohl das Schimpfen bald zur Pflicht. Schimpfen will ich aber nicht. Ich bleib fröhlich, fit und frisch. Schimpfen ist nicht gut fürs Herz, darum mach ich's nicht. Schimpfen will ich aber nicht. Ich bleib fröhlich, fit und frisch. Schimpfen ist nicht gut fürs Herz, darum mach ich's nicht. Ja, sehr schön gemacht, sehr schön. Trotzdem, du hast noch nicht die Frage beantwortet. Genau, hast du schon mal Repressalien erlebt aufgrund deiner Tätigkeit? Also im Vergleich zu anderen, und ich kenne auch doch einige andere, die Ähnliches machen, bin ich bisher verschont geblieben. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier beim Sonntagsgespräch bei den Freien Sachsen bin, vielleicht fängt es dann an, ich weiß es nie. Keine Ahnung, denn... ich bin jetzt auch nie so sehr bekannt, die Abonnentenzahl sowohl bei Telegram als auch bei YouTube sind auch im Vergleich zu anderen Leuten, die Ähnliches machen, so gering, dass ich denke, dass ich noch unter einem gewissen Radar bin, an dem dann die Alarmglocke beginnt zu schlagen und dann kommt das volle Programm, das heißt also dann
richten sich die Augen derer drauf und dann fangen vielleicht erste Leute aus dem anderen Lager an zu berichten, natürlich in der Weise, wie sie das gerne hätten. Und dann gucken wieder andere und dann kommen sicherlich irgendwann Leute, die meine Nase partout nie leiden können oder sowas, und die kommen dann mit irgendwas, was mir schaden kann, ob das dann irgendwas Justiziables ist oder irgendwelche anderen Sachen, das ist eigentlich, glaube ich, egal, weil wenn es sind meist nur Verleumdungen. Wenn man nichts Justiziables findet, wird man irgendwas anderes finden, und sei es nur irgendwo irgendwelche Fehler, oder dann kommt man mit irgendwelchen rechtlichen, musikrechtlichen Sachen oder wie auch immer. Also das ist meine Erfahrung aus allen Verfolgungen, sage ich mal, die es jetzt eben halt im oppositionellen Bereich gab, dass es ganz selten um die Sache selber geht, sondern immer über drei Ecken, um irgendwas anderes, genau, um denjenigen zu schaden. Aber wie gesagt, im Moment sage ich immer wieder und sage ich auch ehrlich, ist mir das nie passiert. Allerdings ist es auch nicht so, dass ich jetzt was zu verlieren hätte, dass mir Auftritte abgesagt werden, weil ich ja sowieso nie offiziell, fange ich ja gar nicht erst an, offiziell irgendwo in einem Club zu fragen, ob ich da auftreten darf. Das mache ich ja gar nicht erst. Also nee, das ist klar. Nochmal eine Frage. Du hast drei Kinder, wie gesagt, du hast wahrscheinlich auch wenig Zeit, weil du hast die Musik zum Beruf gemacht. Ein anderes Hobby hast du aber jetzt nicht. Ja, ich habe über viele Jahre Fußball gespielt, aber so, okay, kann ich jetzt nur aus orthopädischen Gründen, sollte ich das nicht mehr machen, sagen wir mal so, halte mich so anderweitig ein bisschen fit. Ich bin naturlieb, gehe auch gerne mal wandern, habe auch eine Weile richtig große Fernwanderungen gemacht. Und ansonsten bin ich eigentlich vielseitig interessiert, schon alleine, wenn wir jetzt das Thema Video nehmen. Wenn man das immer anfängt, dann muss man sich ja dort auch ein bisschen weiterentwickeln, und von daher, es ist alles eins, also eine Mischung Musik, Video, natürlich dann eben halt auch die politisch-philosophische Ecke, also all das zusammengenommen, ist eine Mischung aus Beruf und Hobby. Wie ist das denn jetzt mit diesen Videos? Schneidest du die alle selber oder hast du ein Team im Hintergrund? Du hattest vorhin schon mal gesagt, bei diesem Schrammstein-Künstlerkollektiv, da helfen dir auch ein paar Leute? Oder machst du vorwiegend eigentlich alles alleine? Ich mache mittlerweile alles alleine. Dort hatte ich sozusagen eine Darstellung, und in manchen Videos habe ich auch noch Freunde, die ich dann bitte einfach mal mit zu helfen und irgendjemand zu spielen oder sonst wie was. Ja. Ist schon erstaunlich, bei der Menge an Videos, also für so einen Schnitt vom Video, brauchst du ja mindestens einen Tag. Das ist ja die Vorbereitung dann noch, also es ist schon Wahnsinn. Wohin soll es denn mit Yan Song King gehen? Das ist doch die große Frage. Du weißt selber, du bist natürlich jetzt auch in einer bestimmten Ecke, ja, das heißt, eine große Plattenfirma wird dich wahrscheinlich erst unter Vertrag nehmen, wenn sich hier politisch in diesem Land was ändert. Ja, aber du selber machst ja auch alles alleine, du machst die Musik alleine, du machst auch CDs alleine. Wie viele CDs hast du jetzt schon auf dem Markt? Das hier ist meine vierte, der Hinweisgeber, gerade jetzt rausgekommen. Ich mache bisher jedes Jahr eine CD, und eine CD ist immer eine Sammlung von dem, was ich innerhalb eines Jahres zusammengetragen hat von meinen eigenen Liedern. Ich mache ja auch so Parodien live, vornehmlich, die ich aber dann nie auf CD rausbringe. Ich bin mir natürlich im Klaren, dass mit einer zunehmenden Popularität oder mit zunehmendem Erfolg auch ein zunehmender Druck einhergeht, nämlich der Druck, dass dort das Level zu halten oder dort zu sein. Mir macht es eigentlich, oder ist es für mich besser, frei zu sein von diesem Druck und das machen zu können, was mir gerade einfällt, was ich für richtig halte, und nie das, was mir jetzt vielleicht dann ein Manager oder ein Produzent oder wer auch immer sagt, das musst du machen, weil das kommt gerade gut an. Also diese künstlerische Freiheit, die genieße ich jetzt sozusagen.
ohne dass ich damit sage, ist mir scheißegal, was das Publikum möchte. Das merke ich schon, was das Publikum möchte und was, was Erfolg bringt. Aber das ist immer die Balance, das Drahtseil, auf dem der Musiker balanciert, dass er zum einen natürlich vor sich selber als Musiker gerade stehen will und wenn er den Beruf des Musikers hat, also wirklich den Beruf und nicht jetzt bloß so als Hobby, dann hat er ja auch eine gewisse Ehrbarkeit. Das heißt also, er möchte eben halt dass die Dinge nie 0815 machen, er möchte selber kreativ sein, möchte sich mit der Materie auseinandersetzen, auch nie in den eigenen Kreisen als primitiv dargestellt werden und so weiter. Und deswegen finde ich, dass Musiker dort in diesem Bereich natürlich aufpassen müssen, dass sie sich nie zu sehr reinreden lassen, aber natürlich auch nie am Publikum vorbei eine Kunst machen, die kein Schwein interessiert. Gibt es ja diesen Witz, kennst du den mit dem Popmusiker und dem Jazzmusiker? Nee. Was der Unterschied ist zwischen Jazzmusiker und Popmusiker? Der Popmusiker, der spielt 3 Akkorde vor 1000 Leuten und der Jazzmusiker 1000 Akkorde vor 3 Leuten. Ja. So. So ungefähr. Also ich meine jetzt, das sind dann so die Dinge, die eben mit Planung auch einhergehen. Also mein Plan ist, ich spiele so lange, wie ich eingeladen werde. Ich spiele ja nun immer, also schon auch auf Demonstrationen, wenn ich auf Montagsspaziergänge eingeladen werde, aber eben halt jetzt öfters auch vornehmlich auch in privat organisierten Rahmen. Also privat wirst du auch gebucht? Naja, okay. Und vielfach zu Familienfeiern und so weiter. Also solche Sachen, weil ich habe auch übrigens nie bloß politische Lieder, die sind jetzt dort auf dem Kanal. Ich habe auch ganz normale, aber Lieder. Also ich könnte eine halbe Stunde oder eine Stunde könnte ich sogar auch vor links-grünem Publikum spielen, weil ich so viele Lieder hätte, die einfach nie Schlagseite haben in einer bestimmten Richtung. Ne? Also ich würde gern nochmal zwei Videos zeigen, Videos von dir. Das sind natürlich jetzt auch Cover, man nennt es ja Cover, du machst einen Text dazu. Ja, Parodien muss man dazu oder sagen. Parodien, Cover, genau, Cover bedeutet, dass man das Lied so nachspielt. Genau. Parodie bedeutet, dass man den Kontext des Liedes unter Beibehaltung, dass man dieses Lied erkennt, den Kontext des Liedes so umprogrammiert, dass die Stilistik oder die Eigenart des Liedes beibehalten wird, aber in einen anderen Kontext gestellt wird. Das ist typisch Parodie. Genau, und da hast du ja zur Energiewende beziehungsweise zu diesem Energiewahnsinn, zu diesen Preisen, wo man uns gesagt hat, wir sollen doch die Heizung abdrehen im Winter und alles so ein Schwachsinn. Da hast du ein bisschen Frieden genommen und hast ein bisschen Frieren draus gemacht. Und dann hast du Robert H. nochmal ein Lied gewidmet, einen Text gewidmet, Das war, glaube ich, Kraftwerk, ne? Ja, wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter, genau. Die zwei Sachen, die schauen wir uns ganz kurz mal an. Ein Mann der Elite, den jeder hier kennt. Ein senil konfuser Ex-Präsident empfahl uns doch neulich ein bisschen zu frieren, um Russland zu ruinieren. Weniger Wohlstand und Lebensglück brächten uns Frieden und Freiheit zurück. Dem Eiskönig Gauk und seinem gläubigen Volk wünschen wir viel Erfolg. Ein bisschen frieren, ein bisschen hungern und bald mit Kerzen im Dunkeln wohnen. Ein bisschen frieren, ein bisschen dursten, ein bisschen krank sein, das wünschen wir. Ein bisschen frieren, ein bisschen sparen, am besten nicht in den Urlaub fahren. Ein bisschen frieren, ein bisschen dursten und bald an allem den Spaß verlieren. Friert mit Gauk und kämpft mit ihm im kalten Krieg gegen Putin. Friert mit Gauk und kämpft
kommunizieren, was Minister kommunizieren. Aufgefallen ist uns da Wirtschaftsminister Robert H. Blanken Irrsinn, sagte er im Fernsehen bei Maischberger. Irrsinn mit Robert H. Irrsinn mit Robert H. Irrsinn mit Robert H. Irrsinn mit Robert H. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Wir fragen uns, wie so ein Mann Wirtschaftsminister werden kann. Seit Monaten betreibt er schon Inkompetenzkompensation. Wir empfehlen ihm darum berufliche Veränderung. Irrsinn mit Robert H. Irrsinn mit Robert H. Irrsinn mit Robert H. Irrsinn mit Robert H. Ja, sehr witzig, sehr, sehr witzig. Und ich hoffe, du behältst dir diese Masche auch bei, bleibst so eigenständig, wie du bist. Ich will ganz kurz nochmal auf den Videokanal hinweisen bei YouTube. Wir blenden das auch ein. youtube.com/@kgs-kanal. Da seht ihr die ganzen Videos auch. Und natürlich auch die Internetseite. Ganz wichtig. Jan Song King, zusammengeschrieben jansongking.de. Wir blenden es auch nochmal ein. So, paar abschließende Worte vielleicht nochmal. Die CD nochmal ist ganz wichtig. Die wird es dann auch im Sachsenversand geben. Die hat den Namen Hinweisgeber im doppelten Sinne. Zum einen natürlich der Hinweisgeber, der vom Staat hofiert wird. Ne, der, auf Deutsch der Denunziant. Über den ich mich dort auslasse, also zumindest im ersten Lied. Zum anderen aber auch natürlich ich als Hinweisgeber für Leute, die es interessiert. Ja, es sind insgesamt 12 Lieder drauf, von ganz lustig bis ziemlich traurig auch oder ziemlich ernst, sagen wir mal so. Stilistisch, weil ich das Ganze ja immer in Arrangements dann schon verpacke, auch sehr unterschiedlich, also vom eher akustisch orientierten Lied bis hin zu Surf ist also mit dabei oder sogar ein bisschen poppisch, Hip-Hop-mäßig, ist wieder eine bunte Mischung, wie es die Leute von mir eigentlich auch kennen. Wenn ich auftrete, trete ich immer nur mit Gitarre und Gesang auf, ist mir lieber als mit Playback und es ist unmittelbar und ich glaube aber, dass die Songs trotzdem auch selbst nur mit Gitarre funktionieren, das ist zumindest meine Erfahrung, dass das reicht und ja, wer Lust hat, über den Sachsenversand müsste man die dann eigentlich genau, im Handel ist bekommen. Die aber nicht alt. Nee, also nee, okay, das nicht. Du hast deine eigenen Vertriebskanäle. Was ist dann jemand Kanäle? Kommt und sagt, ja, nee, du darfst nicht mehr verkaufen, weil du so böser bist. Ja, keine Ahnung, also nee. Das hat also, auch jetzt die Dimension, in der das okay, funktioniert. Okay, ja. Ist mehr Beiwerk für dich. Ne? Mein lieber Jan Song King, also es hat mich sehr gefreut, dass wir nach einem Jahr mal zusammengekommen sind. Danke, ja. Bleib, wie gesagt, so wie du bist, so natürlich. Solche Leute brauchen wir auch. Ehrlichkeit bewahren. Wie gesagt, wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, dann schaut mal auf der Internetseite www.jansongking.de vorbei. Und als Rausschmeißer, ja, gibt es jetzt noch einen Song, ein Video von dir, und zwar Ich geb Gas. Tschüss. Tschüss. Ich komme aus Katar und bin ein
reich, das macht Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Habeck, Habeck, hörst du mich? Komm zu mir her und begehr dich, das macht Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich geb Gas, ich geb Gas. Das macht Spaß, das macht Spaß. Das Sonntagsgespräch der Freien Sachsen. Steve.